Einen wunderschönen guten Montag wünschen wir. Pelle ist am Schlafen. Wir haben schon unsere erste Runde gemacht. Heute um 4:30. Draußen Wetter. Na, ist mal wieder bewölkt. Es dämmert so leicht. Heute ist ein Pausetag. Ja, da wird gleich mal kurz eingekauft. Und unten noch eine kleine Runde gelaufen. Und dann habe ich hier mein Videomaterial, was ich hier noch sichten muss. Die Tour von gestern habe ich geschnitten. Ja, und auch schon hochgeladen. Und muss natürlich noch einmal sichten, ob die Qualität oder die Schnitte so sind, wie ich sie haben möchte. Ja, oder so, wie es nicht anders geht. Ja, wie gesagt, mit dem Ton, da muss ich mich nochmal entschuldigen. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Also wenn ich den Akku wechsle, haben wir beim letzten Mal das Problem gehabt, da war gar kein Ton mehr. Gestern hatte ich das Problem, da hat sich das interne Mikrofon wieder eingeschaltet. Ja, das hörte man. Ja, also das interne Mikrofon ist nach vorne ausgerichtet. Das heißt, wenn ich in die Kamera spreche, dann ist normaler Ton. Und wenn ich hinter der Kamera spreche, dann ist so eine Art abgedunkelter Ton. Ja, eine Fleck auf der Linse. Gestern habe ich auch leider erst zu spät bemerkt. Na, ja, das ist, wenn du mit der Leine noch rumhantierst und mit der Kamera und ja, ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ja, damit sage ich herzlich willkommen in Luttach. Ne, wir haben hier vorne ist so ein Parkplatz, ein öffentlicher Parkplatz. Da vorne ist Eurospar, da gehen wir nachher einkaufen. Jetzt gehen wir erstmal eine kleine Runde hier an der A entlang. Und dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Pelle, nee, 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 Pelle, hier bleiben. Da gehen wir nicht rein. Nee, da kommst du nicht wieder raus. Ja, und ich kann dich da auch nicht rausholen. So was. Ja, knapp 5 Kilometer wird diese kleine Runde sein. Ja, müssen dann gleich an der Hauptstraße hier vorne, hinter der A, führt die entlang. Da müssen wir gleich entlang gehen, anders ließ die kleine Runde sich nicht vereinbaren. Naja, was willst du machen, ne? Gehst du ganz leicht bergauf hier. Und ja, Muskelkater von gestern? Ja, bisschen habe ich, ja, aber ist nicht so, wie ich eigentlich befürchtet hatte.
Und deswegen würde ich sagen, weiter geht's, ne? Ja, jetzt wissen wir auch, wann die Sonne hier sichtbar ist. Ja, da oben kann man sie schon sehen. 8:03 Uhr. Da hinten die Leute, die haben da schon eine Stunde eher was von. Ja, jetzt war ich schon ein paar Mal hier gewesen. Und ja, Sonnenaufgang, das habe ich mich nie für interessiert. Ich bin ja immer einfach losgelaufen. Ja, und seit wir hier mit dem Filmen, aber wir wissen, dass der Sonnenlicht sehr wichtig ist, ne, und die Helligkeit sehr wichtig ist für diesen Bildstabilisator, interessiert man sich da schon ein bisschen eher für. Ne? Das sind jetzt aus Luttach, sind wir jetzt rausgelaufen. Ne? Hier vorne befindet sich der Ort Gisse, wo dann auch gleich über die A laufen und dann an der Hauptstraße wieder zurück. Ne, die Hauptstraße, die läuft da hinten lang. Ja. Bleibt ja nicht viel übrig bei so einem engen Tal. So, 8:14 Uhr, Kilometer 2. Ja, es kommen da noch ein paar Wolken rein da oben. Wir verdecken so ein bisschen die Sonne hier. Unten im Ort haben wir bereits Sonne. Das ist der Weg, der ist jetzt hier so ein klein bisschen angestiegen. Wir laufen hier oberhalb der A. Ist auch ein bisschen schmaler geworden, der Weg. Da vorne habe ich schon wieder ein paar Häuser gesehen. Wird der Weg auch wahrscheinlich wieder breiter werden, ne? Wie immer läuft Pelle vor. Ja, gestern die Runde auf dem Hochfeld ganz gut verpackt, hat ein bisschen geschlafen danach. Und wie gesagt, wir waren heute Morgen ja schon draußen gewesen um 4:30 Uhr. Sind wir so ein bisschen raufgelaufen bei uns da in der Ecke. Ja, genau. Und jetzt geht es gleich mit strammem Schritt auf die Hauptstraße zu. Und dann geht es auch wieder zurück nach Luttach. Genau, wenn wir in Luttach sind, dann gucken wir uns gleich den Ort an. Das wollte ich noch sagen. Weiter geht's. So, auch wenn wir heute nicht weit laufen, würde ich doch sagen, es ist Riegelzeit. Ne, Pele? Hm? Riegel. Genau. Gehen wir weiter. Projektchen hätte ich mir ersparen können. Ne. Durch den Anstieg ist dann doch recht warm. Jetzt. Aber wie du machst, machst du es verkehrt. Weiter geht's.
So, Kilometer 2,5. Wir sagen herzlich willkommen in Gisse. Dahinter mir ist das Ortseingangsschild. Ja, jetzt laufen wir die Hauptstraße entlang bis nach Luttach. Man könnte auch da oben lang laufen. Ja, das ist eine Straße, die führt parallel hierzu, aber da habe ich heute keine Lust zu. Ich würde sagen, weiter geht's. An der Bushaltestelle da vorne hätte ich gerne mal ein paar Filmaufnahmen gemacht. Ja, ist da nett angerichtet mit dem Blümchen da. Ja, aber es war kein Gehweg. Und da muss ich mit dem Pelle nicht rüber. Ja, kann ich an der Leine nehmen, aber hier nimmt ja keiner Rücksicht auf dich. Ne? Fahren ja alle mindestens 20 oder 30 km/h schneller als erlaubt, wenn sogar nicht sogar 40. Ja, und wenn du das machst, dann stehen irgendwo die Carabinieri und haben dich am Schlawittchen. Ja, und jetzt ist die Sonne auch weg. Ne? Zeigt uns die Zunge. Na ja, gut, dann willst du machen. Ne? Weiter geht's. Ja, Kilometer 3,6. Und bevor wir sagen können, willkommen in Oberluttach, ja, weil hier vorne das Ortseingangsschild ist, ja, ist der Ort auch gleich schon wieder zu Ende. Und da hinten ist Ortsausgangsschild. Ich würde sagen, weiter geht's. So eine Bank, weiß ich nicht, ob ich mich hier an der Hauptstraße hinsetzen möchte. Ich glaube nicht. Kilometer 4,4. Wir sagen herzlich willkommen in Luttach. Ja, wir gehen jetzt einmal ganz kurz durch den Ort. Ist nicht sehr groß, Luttach, ja, aber wir gucken mal, was sich so dem Auge hier bietet. Weiter geht's.
Ah, ja, ja, Pille. Hä? Gut, dass du so einen harten Bummschädel hast. Wa? So, jetzt gehen wir hier weiter. Ne? Hier, da. Vom Opa. Ja, ne, hier so ein schöner kleiner Park mit so Holzschnitzarbeiten. So Skulpturenpark. Ne? Schön gemacht. Leider nur an der Hauptstraße. Aber gute Idee. Ich würde sagen, weiter geht's. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich gleich den Akku wechseln, ob der Ton wieder aus der Kamera kommt oder aus dem externen Mikrofon. Bin ich mal gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. Es riecht hier so richtig nach Kaffee und Kuchen. Ja, so als wenn man in so einen Café reinkommt. Ah, Mücken. So, Pelli, hier bleiben. Hey! Weiß ich nicht. Da ist so ein Squash-Club hier. Ob das da im Zelt, hinten ist so ein Zelt aufgebaut. Ja, ob das da nach Kaffee und Kuchen her riecht, weiß ich nicht. Aber hier ist so eine richtig schöne Außenanlage. Dreh mal um. Ja, und so früh morgens, ja, um 8.55 Uhr, obwohl ich das jetzt gar nicht früh empfinde, ja, ist hier nichts los. Wir haben hier niemanden gesehen, hier ist keiner, hier will keiner hin anscheinend. Naja, vielleicht sind sie alle am Malochen oder am Arbeitsamt, ich weiß es nicht. Ich sage, weiter geht's. Komm, der Müll. So, 9.45 Uhr. Ja, wir haben gerade eingekauft. Wenn man die Tasche sehen kann, hinten ja, 80 Euro und Schnapper. Oder haben wir jetzt ein paar Tage? Oh, brauchen wir nicht einkaufen. Ja, Eis gegönnt. Pistazien-Eis.
Kapelle, ne? Und was wir so brauchen, ne? Fleisch, Schinken. Was du besonders gerne isst, Erbsen und Möhren, ne? Ja gut, jetzt sind wir wieder im Steinhaus jetzt. Gleich geht's nach oben. Dann die Tasche auspacken und dann ein bisschen was essen. Frühstück machen. Dann gucken wir nicht in Pin und Schere. Ja, Video schneiden, genau. Und dann die Tour für morgen planen. Überlegen, wo ich morgen hingehe. Aber ich glaube, wenn das Wetter gut ist, machen wir die Bärenlüg-Gedächtnistour. Das ist das allererste Tour im Antal, 2007 gewesen. Ja, auf 2800 Meter. Einmal gucken. Weiter geht's.